zu meinem neuen Video von mir. Das ist jetzt ein sehr spontanes Video, also weiß ich auch bis jetzt noch nicht den Namen, der hier stehen wird. Aber ja, ich hatte einfach mal Lust, eins zu drehen. Gestern war ja mein vorletzter Tag in der Schule und einfach in der Pause kam meine Tanzgruppe vorbei und hat mir ein Geschenk überreicht, was ich einfach so mega süß finde und ich habe mich auch so sehr darüber gefreut. Es war echt mega toll und ich zeige es euch mal. Ich habe von ihnen einmal dieses Bild hier bekommen. Da sind wir alle drauf beim Abtanzball. Und dann habe ich auch noch ein T-Shirt bekommen, was sie extra für mich gemacht haben. Und da steht einmal vorne mein Name drauf. Und hinten nochmal unsere Tanzgruppe und alle Namen. Und eine Banane. Und ich habe mich da so sehr drüber gefreut. Ich hätte damit echt nicht gerechnet. Und ich werde es auf jeden Fall mit nach Amerika nehmen und auch dort anziehen. Heute war dann ja mein letzter Schultag und ich habe in der Schule mein Abschiedsbuch wieder bekommen, was ich angefertigt habe. Ich kann euch ja mal mein Abschiedsbuch zeigen. Das ist mein Abschiedsbuch. Das ist eine Sehenswürdigkeit in Chicago und ja, passt ja, wenn ich dorthin ziehe. Hier haben auch schon sehr viele was eingetragen. Ich werde es jetzt nur einmal kurz irgendwo aufblättern mit Briefen, mit Text. Ja, das habe ich gestaltet vorne. Ja. Und ich finde es mega toll, dass es geklappt hat in der kurzen Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schaffe, dass alle da reinschreiben, aber es hat funktioniert. Und da bin ich stolz drauf. Und da wir heute in der letzten Stunde eine Klassenlehrerstunde hatten, habe ich natürlich Kuchen gebacken, um nochmal allen Danke zu sagen. Und ja, Schokokuchen mag ja eigentlich jeder. Da habe ich bemerkt, dass auch andere Kuchen gebacken haben, sowohl auch Cupcakes und Kekse, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und es hat alles super lecker geschmeckt. Und von der Klasse habe ich dann auch ein Geschenk bekommen. Einmal ein Klassenfoto. Und dann noch einmal das gleiche Bild, nur in klein. Und dort haben wir alle drauf unterschrieben. Und hier unten, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, hat meine Freundin sich noch zugemalt. Finde ich auch eine richtig süße Idee. Dankeschön dafür. Und am Ende wurde ich halt richtig nett verabschiedet von allen. Und alle haben nochmal gesagt, was sie mir so mit auf die Reise geben möchten. Und es war einfach eine mega traurige Situation, aber irgendwie habe ich mich ja auch gefreut, weil es jetzt nach Amerika geht und ist ja nochmal eine Stufe höher sozusagen. Und ja, das war auch nicht mal meine richtige Abschiedsparty, denn die hatte ich am Dienstag. Und wir waren wohl in Kiel und dort habe ich auch ein bisschen für euch gefilmt und das kann ich euch ja jetzt mal einblenden, wo ich schon dabei bin. Weil ich nicht weiß, wie lange das Video jetzt schon ist, hatte ich die Idee, dass ich nochmal meine Freunde frage, welche Vorurteile und Fragen sie über Amerikaner und Amerika generell haben. Und dieses haben mir viele meiner Freunde per Video zukommen lassen und ihr werdet sie gleich alle sehen. Und in ein paar Monaten, wenn ich schon eine Zeit lang in Amerika gelebt habe, werde ich dann all diese Fragen und Vorurteile beantworten. Und ja, dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Also meine Frage ist, stimmt es, dass die Schule einfacher in Amerika ist und dass man zum Beispiel Fächer dazu wählen kann oder sich von Anfang an welche aussuchen kann? Also ich habe mich schon oft gefragt, ob es in Amerika wirklich so viele Straßenbanden bzw. Straßengangs gibt. Hi! Also
Ein Vorteil von mir, was ich immer habe, wenn ich an Amerika denke, ist, dass ich mir vorstelle, dass alle Kleinkinder da auch schon richtig aufgetakelt rumlaufen. Und ich würde richtig gerne mal wissen, ob das stimmt. Sind die Amerikaner eigentlich wirklich alle so extrem übergewichtig? Ich meine, man könnte es ja auch so ein bisschen verstehen, den McDonald's an jeder Ecke. Da kann man halt auch schon mal schwach werden. Findest du, dass es in der USA Kindermodeschauen gibt? Meine Frage wäre, ob in der Schule alle Cheerleader in Cheerleader-Sachen rumlaufen. Also mich würde mal interessieren, ob es in der Highschool echt so verschiedene Gruppen gibt, wie es in den amerikanischen Filmen immer dargestellt wird. Hey Cilly, ich wollte fragen, wie die Umstellung war, von einem kleinen Dorf in eine plötzlich ganz große und andere Stadt zu ziehen. Also ich habe mich schon mal gefragt, ob Amerikaner wirklich so viel Fastfood essen. Hey Cilly! Ich wollte fragen, ob du mir, wenn du in Amerika angekommen bist, ob du mir ein Paket mit amerikanischen Süßigkeiten schicken kannst. Das wäre mega, mega geil. Hallo Cilly, erstmal liebe Grüße von mir. Wir haben uns jetzt, glaube ich, schon 7 Monate nicht mehr gesehen. Da du mich gefragt hattest für dein Video, stelle ich dir jetzt einfach meine Frage. Und zwar wäre meine Frage, ob, wie man das so aus den amerikanischen Filmen kennt, dass jeder immer so top gestylt rumläuft in der Schule, ob das wirklich so ist. Oder nicht. Und meine Frage an dich ist, ob dir die Schule dort besser gefällt oder hier in Deutschland? Ach, und fast hatte ich es vergessen. Da mich in der Schule so viele gefragt haben, ob ich ihnen nicht eine Postkarte aus Amerika schicken könnte, hatte ich die Idee, alle Namen auf kleine Zettel zu schreiben, in eine Box zu tun und alle 2 Wochen einen Zettel zu ziehen und an diese Person dann eine Postkarte zu schicken.